eine Folge verpassen wollt, hier auf unserer tollen Baustelle, unserem Netzwerk, was es hoffentlich werden wird, dann würde ich mich über ein Abo bei euch, ein kostenloses Abo freuen, wenn ihr das hinterlassen würdet, also beziehungsweise mich abonnieren würdet. Aber ihr könnt natürlich auch einen Daumen nach oben geben und einen Kommentar hinterlassen. Ihr könnt natürlich auch einen Daumen nach unten geben. Das ist gar kein Problem. Immerhin, ne, ihr wisst das ja, Meinungsfreiheit. Solange es nicht beleidigend ist, habe ich mit Daumen nach unten oder kritischen Kommentaren überhaupt kein Problem an der Stelle. Würde mich sogar über konstruktive Kritik freuen, was ich besser machen kann. So, jetzt führt die Strecke hier runter. Vielleicht sollte man die Strecke erstmal, jetzt weiß ich nicht, aber die Strecke erstmal nach ganz unten bauen oder ob man überhaupt erstmal. Es lang geht. So, jetzt kann man hier so schräg rüber bauen. Hat man aber nicht vorhin gerade einen neuen Bus gekriegt? Muss ich mal gucken. Ne, dann sah das nur so aus. Okay. Ist aber auch schön, wenn er so mit Schnee ist, der Bahnhof. So viel hatten wir schon eingenommen? 40.000 dieses Jahr, das ist gut. Der wird gerade noch beladen. Hier fehlt irgendwie noch so ein Verwaltungsgebäude. Haben wir da irgendwas? Ich will jetzt nicht alles, ich will jetzt nicht alle Stationen so gleich zu flacken. So ein kleines Verwaltungsgebäude. Das ist halt bloß ein kleines Bergwerk, wo halt nicht so die vielen Mitarbeiter sind. Und hier gibt es so ein kleines Verwaltungsgebäude, was da angeschlossen ist. So, hier unten kommt jetzt wieder eins. Ich finde auch, wenn man hier ständig baut, geht die Aufnahmezeit sehr viel schneller vorüber, als wenn man bei RCT warten muss, bis es dann irgendwann mal eine neue Attraktion erforscht gibt. Hier baut man halt immer was und jetzt haben wir schon gleich eine halbe Stunde aufgenommen, obwohl das eigentlich gar nicht mehr so lange vorkam jetzt an der Stelle. Steuere ich genau auf diese Kuppe hier zu, dann will ich irgendwie hier oben rum am besten. So, hier hoch. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu diesem. Warte mal, was habe ich denn hier überhaupt gebaut? Nee, doch, das passt. So, und jetzt haben wir hier, jetzt kann man nämlich gerade die Idee, wir hatten doch diese Ore Station vom. Für das Eisenerzbergwerk, was es hier gar nicht gibt. Und da frage ich mich, ob man das hier eigentlich auch. Nehmen kann, ob das blöd aussieht. Das weiß ich halt nicht. Was sind das hier? Das sind diese Cards. Das ist halt die Frage, sieht das gut aus oder sieht das. Oder passt das nicht? Hm.
lassen das mal weg, würde ich sagen. Noch was anderes, was man Kohle nehmen kann. Hier haben wir noch einen Hochsicherheitsbahnhof, na gut. Güterbahnhof. Schwerlaststation, Stahlwerkbahnhof. Aber ich glaube, man muss schon das bauen, was man hier transportieren will, weil sonst werden dort die falschen Objekte angezeigt. Und das heißt, wir müssen jetzt hier bei unserem tollen Bergwerksgebäude bleiben. Aber auch hier ist das Schöne, wir gehen ja mit Rohstoffen her und hier ist mal wieder jetzt habe ich das schon wieder falsch gebaut. Ich lerne das noch. So, hier ist noch so eine kleine Raupe, die das dann so transportiert. Vielleicht kann man wieder so ein kleines Verwaltungsgebäude, was man hier noch hinstellen kann. Lagertanks. Hat ein Bergwerk Lagertanks. Hier ist eine Gleishalle. Ach, wir bauen mal. Das ist ein Hochsicherheitsgebäude. Ich stelle es aber trotzdem mal her. Was dann sozusagen. Das sieht auch. Nee, das ist so direkt dran geklatscht. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Achso, er muss noch der Dings ran. Hat man den hier oben auch gebaut oder hat man den vergessen? Doch, da haben wir den auch gut. Okay. Naja, gut, dann kommt halt ja kein weiteres. Achso, ja, könnte ich eigentlich hier hinten. Oder was passiert denn, wenn ich diese Zaunsache, die da drauf stelle? Dann geht das kaputt. Das ist ja doof. Das heißt, ich muss mich da entscheiden, ob ich da einen Zaun will oder einen Prellbock. So richtig prickelnd ist das eigentlich nicht, ne? Wenn man dann so viel Gelände hier, opfern muss. So viele Freiflächen hat, wo dann eigentlich nichts passieren kann. Da muss eigentlich nochmal nachgebessert werden, finde ich. So, dann machen wir es halt so. Oder halt hier nochmal so ein Förderband. Ohne neue Lok, die auch schneller fährt, aber die ist auch länger. Da kann es sein, dass das dann mit meiner bisherigen Waggonlänge nicht mehr passt. So, beenden denn die Signale hier? Viadukt, Stone or Brick. Achso, das ist wahrscheinlich noch. Warum nimmt denn der das nicht? Naja, egal. Habe ich hier irgendwas in den Transparenzeinstellungen drin? Fällt gerade auf, ich habe gar keine Bäume auf der Map. Naja, gut. Vielleicht wachsen die dann mit der Zeit. Ist ja kurios, dass man das jetzt erst auffällt. Gar keine Bäume. Naja.
So, den Abzweig machen wir mal so. Ich glaube, ich muss dann aber irgendwo dann nochmal solche, die bekannten Wartungsstationen bauen. In diese neue Lok, die schneller fährt, dann ist wahrscheinlich, dann passt das wahrscheinlich mit dem. Abstand nicht mehr. Hm? Ah, ich wollte erstmal gucken, was die überhaupt kann. Ich will ja auch möglichst dabei bleiben. Und hier steht Express Passengers. Dass sie dann auch bloß Express Passengers machen kann. So, die Frage ist, was war das jetzt für eine? Die hier. Express Passengers, dann schalte die schon mal aus. Dann lassen wir die mal abfahren. Wo könnte man jetzt mal so ein Wartungsdepot hinstellen? Ach, das ist hier von der Topografie her nicht so ganz einfach. Wobei, wenn ich jetzt schon extra das GAF für realistische lange Depots drin habe, dann sollte man das doch auch nutzen, oder wie seht ihr das? Wie lange ist denn das jetzt hier? 11. Okay. Ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ich realistische, lange Depots bauen soll.